Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ETS2. Weiter geht die wilde Fahrt. Ich hoffe, heute mal ohne Harakiri oder Wendemanöver. So, preissteigend sortiert. Besten Preis, den wir kriegen, und das gehört auch mit zu den besten Streckenpreisen oder Kilometerpreisen. 18.000 11 Tonnen Traktoren von Hannover nach Dover. Ja, springen wir rein. So, Actros Mercedes, 25 Tonnen, 510 PS, bin mir nicht ganz sicher, also in-game zumindest die neueste Generation. So, 11 Tonnen Traktoren, besteht also aus zweimal Traktoren und einem Wendeflug. Na gut, dann... Ja, dann kommen wir jetzt dann tatsächlich mal in den Genuss, dass wir das erste Mal eine Fähre nutzen dürfen. Ganz bis dann etwas weitere Weg ist. Schaubar kleiner Auflieger. Das heißt, da kann man am Ziel nochmal schauen, was möchte er beim Rückwärts einparken von uns. Oh, sehr aufmerksam. Jetzt muss mir auch einer erklären. Dann sollte das der Mittellandkanal sein, möglich. Achso, wir sind noch gar nicht. Wir sind noch gar nicht auf der Autobahn. Das ist noch die Auffahrt. Thank you.
vollgetankt. Dann schauen wir mal rein. 11 Stunden 40, sagt er. 26 Stunden haben wir Zeit. 10 Stunden müssen wir die Fähre für die Pause nutzen können. Das war nicht die weiteste Fährstrecke, bringt uns ein bisschen Erholung. Ja, dann würde ich sagen, springen wir hier mal, das mal mit Ankündigung, springen wir hier mal in den Timelapse. Ja, hören wir uns gleich wieder.
So, Musikende. Nicht ganz, aber ungefähr die halbe Strecke haben wir also hinter uns. Entschuldigung. Der hätte auch ja vor Musikende schon kratzen können, aber so ist es meist. Okay, das sieht wieder nach Autobahn aus. Richtung Brüssel. Holla. Ja, was ist das denn? Unglaublich. Schaffst du? 510 PS, 11 Tonnen Fracht. Ja gut, wenn sie zu, dass du auf deine 60 kommst. Das denn hier so kurvig sein? Man nur geradeaus zuckeln ist auch langweilig immer. Fangen.
250 Kilometer noch. Das beinhaltet natürlich auch die Fährstrecke, die wir hier nicht fahren. Also ich bin der Meinung, dass wir hier diesmal mit einem Timelapse auskommen sollten. Paris. Aus. Da sind wir erst. In Lille. Okay. Na gut. Gut, man kann doch auf die Schilder gucken. Also ich habe die Taste, ich habe es mir auf F gelegt, oder nee, auf Z glaube ich, habe ich nicht gedrückt, seitdem wir nicht im LKW sitzen. Oh, die Schleicher.
Spurwechsels fahren, brauchen wir keinen Spurwechsel ausführen, ist ja auch nett. Ja, war. Ist ja wie im Real Life hier. Aktuell zum Aufnahmezeitpunkt. Schläft. An der nassen Fahrbahn oder was ist hier los? Wollte selber lenken. Passiert aber gar nichts. Nein. So ein bisschen dusselig, dass wir jetzt hier mitten in der Nacht ankommen im Dunkeln. Ich werde wahrscheinlich einen kleinen Cut machen, damit ich eben einen Screenshot mache. Wetter und Licht einstellen kann, so wie bei SnowRunner zum Beispiel. Ist doch irgendwie. Warum blinke ich denn jetzt? Mit dem Tempomat aus. Das ist ja wieder eine Zufahrt, die sich das auf dem Navi anguckt.
Denn hier noch? Riesiges Hafengelände hier. Da sehe ich schon das Schiff. Okay. Holla, was macht er denn hier? Das ist wohl mal ein Riesenkahn hier, wa? So, ich versuche mein Glück mal ganz kurz mit dem Fotomodus. Bis gleich. Na gut. Jetzt soll man soweit. Dass die Fähre wohl noch auf uns wartet. Ja, bis wir jetzt gleich. Naja, ein kleines Päuschen. Sollen hier rein, oder? Täusche ich mich? Da ist unser Parksymbol. So, ja, gibt nur die eine Strecke, Stunde 31, 384 Euro, müssen wir aber noch nicht bezahlen. Ja, dann schippern wir mal rüber. Da wären wir, erster Aufenthalt in Dover. Es auf dieser Kanalseite auch noch regnet. Da haben wir jetzt noch 8 Kilometer. Ah ja, und dann müssen wir uns ja jetzt... Aua! An den Linksverkehr gewöhnen. Weil er die Suppe zu beißen war. Na gut, ich guck auch dann nicht, ne? Naja, und hier ist ja kein KMH. Deswegen die krummen Zahlen jetzt. Oh, schön, auch Ampel auf der gegenüberliegenden Seite.
Da bin ich ein Freund von. Ja, rote Welle, so kurz vom Ziel. Kannst du machen, nix. Ziel sein. Offensichtlich. Na. So. Versuchen wir das im Dunkeln. Komm. Keine Lust. Die MP können wir uns auch nicht in LKW schneller kaufen. Vielleicht schon bessere Ausstattung, aber. Sehr schön. So, mal wieder ein ausgezeichnet. Das gefällt mir natürlich. 18.000, wie vereinbart. Level up, Level 9, sehr schön. Den vergeben wir wie gewohnt noch. Zerbrechliche Fracht. Gut, 144.000, knapp 145.000. Wir schauen mal in der nächsten Folge, ob da schon was geht. Gegebenenfalls lassen wir irgendein Zusatzteil weg. Ja, dann für heute recht herzlichen Dank für euer Interesse und dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr morgen wieder dabei seid. Bis dahin.